Hallo, wir sind Fräulein Wunder und wir sind die schickste Band des Universums. Wenn ich ein Junge wäre, ich hab genug. Ich hab genug von Männerglück. Ich will, will jetzt, will meine Sachen zurück. Und jetzt zeigen wir euch was ganz Besonderes, nämlich wie es war, als wir unser Video zu der Single Wenn ich ein Junge wäre gedreht haben. Video gemacht und ich bin volle Kanne aufgeregt. Wir mussten ganz früh aufstehen, um 4:30 morgens, nachts eigentlich, ist das noch nachts für mich. Wir sind in dieses Ding gelaufen, haben die Tür aufgemacht und auf einmal, wir konnten es nicht fassen. Wir waren in einer neuen Welt, alles total bunt. Ich liebe Farben, ich bin echt so ein Ich liebe bunt. Bunt und toll und es ist so, wenn ich mein Zimmer haben. Ja, genau, ich auch. Und es ist total Fräulein Wunder, das ist die Welt der Fräulein Wunders. Ja. Und dann wurden wir natürlich fertig gemacht, die Haare gemacht, Make-up und so. Ich werde zum Geschenk umfunktionieren. Wir sorgen für Farbe. Ich habe hier so gelegen, da ist die Jess einfach gekommen und hat mich geschminkt. Der Ablauf vom Tag war eigentlich ziemlich vollgepackt. Erste Szene, die wir gedreht haben, das war die Szene mit den, die Performance-Szene, wo wir selbst gespielt haben. Ruhe bitte! Ich hab die Hand in meiner Hose und wenn wir Größenvergleich machen, haben die anderen nichts zu lachen, denn ich hab den größten. Ja, es war jetzt auf der Fanfeli-Probe, es war das erste Mal, dass wir auf Playback gespielt haben. Lustig. Auf Playback zu spielen ist irgendwie komisch. Muss man ja, ne? Im Video ist das ja so. Wenn man dich mal so verspielt, das hört man gar nicht. Das ist total lustig. Ich habe hier ja so Playback-Becken. Klingen wirklich tot. Und ich tausche die jetzt einfach gegen meine normale Becken. Shanti und ich hatten High Heels an, wir hatten ziemlich hohe Schuhe an. Und uns haben irgendwann die Füße einfach nur so wehgetan. Und wir dachten so, hoffentlich kommt bald die Jungs-Szene, dass ich die Schuhe von meinem Freund anziehen kann. Wenn ich ein Junge wäre. Ja, ich würde gerne mal einen einzigen Tag als Junge verbringen. Und was ich dann machen würde, zeige ich hier an unseren Songtext. Ich würde mit meinen Kumpels raufen und mit schwedischen Mädchen um die Wette saufen. Natürlich haben wir uns natürlich auch als Junge verkleidet in dem Video. Ich hatte mir halt auch so von meinem Kumpel Marcel Klamotten ausgeliehen und habe die dann angezogen, so viel zu große Hose. Als ich dann die Klamotten anhatte, es ging uns allen so, haben wir dann auch, fanden wir total witzig, war man auf einmal wie in so einer Rolle drin, so, Alter, ja Mann. Ja, ich meine, hey, eure Funktion hier mit der Geschlechtsumwandlung war halt erfolgreich, jetzt kriege ich halt noch Hormone und dann ist alles okay. Ich habe mir zwar voll die hotten Chicksen abgeknöpft, Mann. Als ich Junge geschrieben habe, war das eigentlich überhaupt erstmal gar nicht für irgendeinen Text bestimmt, für irgendein Lied. Das war wirklich so, wenn ich ein Junge wäre, ich glaube, dann würde ich einfach die ganze Zeit onanieren und Jungfrauen poppen und ich würde Melonen ficken. Ich finde, da sind einfach die Sachen aufgegriffen, die Mädchen an die Jungs vielleicht manchmal stören. Auf fast jeder Party gibt es irgendeine Schlägerei und es sind fast immer nur Jungs, wo wir einfach auch manchmal kein Verständnis haben. Was machen die da gerade? Sind die eigentlich bescheuert? Um die Wette saufen. Ich würde meinen. Ich glaube, es ist was Richtiges anders, wenn du so ein Penis, Schwanz in der Hand hast und auf dem Klo bist und das, die Nudel ja in den Topf hältst. Ich glaube, es ist echt voll lustig. Also ich glaube, Jungs denken nicht nur an Sex, aber schon oft. Ich habe auch schon ziemlich viele Jungs gehört, die sich darüber unterhalten haben, wie oft am Tag sie jetzt schon onaniert haben. Weiß nicht, ich glaube, es ist einfach toll, ein Mädchen zu sein. Mädchen sind das stärkere Geschlecht und Mädchen sind schlauer als Männer. Das musste, denke ich, einfach mal gesagt werden. Allein die Brüste sind schöner.
Der Dreh hat 15 Stunden gedauert und es war verdammt anstrengend, aber es war verdammt geil. Und dann haben alle gesagt, Steffi ist fertig mit dem Video und ich war so überwältigt von allen möglichen Gefühlen, dass ich einfach nur geheult habe.